Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Sector. In der letzten Folge haben wir angefangen hier zu sterben. Wir machen gleich weiter mit diesen absolut vollgeskillten nicht. Scheiße, wenn sie es tarnt, ey. Wow! Holy! Ich kann natürlich auf gut Glück hinterher schießen. Ob das irgendeinen Sinn und Nutzen hat, ich wage zu zweifeln. Ein Glück kann man an der Wasserbewegung abschätzen, wohin es läuft. Es ist scheint schwer gepanzert zu sein. Wow! Sei doch nicht so Arschloch, Mann. Voll der Arsch, Mann. Das ist nicht so ein Arschloch. Kommt schon, Leute. Was soll die Scheiße? Ich hätte doch auf der Schrotflinte bleiben sollen. Hayden. Wundert mich nicht. Hol mal bitte so ein scheiß Eiscontainer. Wo ist das Scheißviech? Ich sehe es nicht. Natürlich. Okay, ich sehe kein bisschen was. Ich will auch nicht darauf warten, dass es Feuer eröffnet. Okay, da ist es. Hab's gefunden! Es versucht sich immer von hinten anzuschleichen. Okay, jetzt. Natürlich, Headshot.
Ach komm, ey, das ist so unfair. Hey, Moment, wo rennst du? Okay, das bringt mal gar nichts. Ich glaube, wir haben ihm wehgetan. Oh Mann. Boah, was? Mann, Leute, kommt schon. Ich bin hier voll paranoid. Natürlich. Ich bin schon gar nicht mehr ängstlich, ich bin nur noch überwältigt. Das Spiel hat es schon in sich. Komm, verpiss dich! Mach keinen Scheiß, Mann. Oh mein Gott. Ich renne jetzt panisch im Kreis, bis es aufgibt. Verfehlt. Da habe ich dich, da habe ich dich. Jetzt stirb! War ja klar. Ein sehr altes Biest. Ja, es scheint funktioniert zu haben. Habe ich ihn jetzt? Ja, Mann, ich habe ihn jetzt. Oh, ja, Mann. Wie oft haben wir versagt? Oft? Ah, verwandeln. Der Verfolger freigeschaltet, Verfolger erledigt. Ich gehe mal davon aus, da kommen wir wieder raus. Reine Mutmaßung. Von irgendwo da oben kommen wir ja. Boah. Hey, wir haben ihn besiegt. Ups. Das Coole am Unsichtbarsein, ich glaube, das kriegen wir auch noch. Verloren.
Okay, er hat seine Pfeife verloren. Diese Spritze. Ich muss dir was sagen. Oh nein. Schnell, lauf. Darauf habe ich gewartet. Du kannst mich mal. Hayden, lass es. Du wirst so versagen. Was zu begreifen. Hier, mein Hals. Er bettelt darum, aufgeschlitzt zu werden. Ja, jetzt öffnet sich dein Geist. Ah. Spritzen und Gemütskrankheiten. Sie haben alles vorbereitet und auf den Tag gewartet, an dem es passiert. Was hast du nur getan, Iago? Welch Vergeudung. Aus dir hätte so viel werden können. Dafug? Hayden? Alter Hayden, du darfst nicht tot sein, Mann. Homie, Bruder, steh auf. Na, fick dich doch. Hayden! Hayden! Hayden, du lebst. Oh, zum Glück. Ich dachte schon. Was ist passiert? Sie denken, du bist tot. Ich habe Enferon in dein Mittel gegeben, aber ich glaube, ich hab's rausgespült. Du hast mich vergiftet? Ich habe versucht, dich zu warnen. Für deinen Zustand gibt es kein Heilmittel. Genau das wollte der Chef wahrscheinlich. Ich habe was in die Spritze getan, weil ich Angst hatte, du würdest so wie Mesner werden. Er bekam dieselben Spritzen, dieselbe Infektion. Ja, wir gehören zur selben Familie. Nein, bei dir ist es anders. Du hast dich verändert. Du bist da draußen. Was? Was ist los? Mesners gepanzertes Ungeheuer? Lass es kommen. Ich kann es nicht aufhalten. Doch, du kannst es. Ich habe die Umgebung genau beobachtet. Weißt du noch? Der Anzug. Ich glaube, da hat er ihn her. Du bist in Wasser. Er öffnet die Käfige. Steck den Revolver weg, Iago. Ich kümmere mich drum. Iago, wo ist der Anzug? Der zweite Keller. Ist gut bewacht. Automatische Verteidigung. Ich muss die Luftschleusen von der Sicherheitsstation ausöffnen. Okay, geh nicht hin, bevor ich sie nicht abgelenkt habe. Oh ja, Hayden, komm, Alter. Verarsch mich nicht. Ich will nicht, dass es schwerer wird. Schmeckt.
Ich hoffe doch. Hey, damit geht es sogar viel besser als mit der Schrotflinte. Alter, wo hat Messner nur die ganzen Spacken her? Flump! Oh, ich das Ding ja nicht mehr aufmachen. Okay, weiter geht's. Ganz kurz. Als wir mit dem Wiederaufbau begannen, hielt ich Robert Messner für den Teufel in Person. Er war mehr an der Waffenforschung als an den verrotteten Betonwänden hier interessiert, die unsere höllischen Waffen von der Außenwelt fernhielten. Aber ich lag falsch. Er baute unsere Verteidigung wieder auf. Und im Moment stellt er Nachforschungen an. Er sagt, er will wissen, wie das alles passieren konnte. Mist. Es ist alles so hart. Heute kam ein Telegramm. Es enthielt nur ein Wort. Schneidezahn. Sie aktivieren mich. Und ich muss den Mann töten, den ich zu schätzen gelernt habe. Okay, komisch. Kann ich nicht zuordnen. Dann können wir jetzt die Effekte wieder runterdrehen. So. Ah, drehen wir die auch noch ein bisschen runter. So. Ja, okay, hab ich verstanden. Das ist das Coole an der Unsichtbarkeit. Man kann auch durch Wände gucken, Gegner sehen, zum Beispiel. Nur rennen kann man damit. Das ist das Schöne an der Unsichtbarkeit. Wo sind denn wir hier? Okay, cool. Bisschen Nahkampf-Action. Wer will sonst noch aufs Maul? Ah, sieht so aus. Keiner mehr. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute und sehen uns in der nächsten Folge von Dark Sector. Es wird immer noch spannend und spannender und schwieriger, aber damit komme ich klar. Bis zur nächsten Folge, meine Lieben, und auf Wiedersehen.